Jo Leute, in diesem Video möchte ich mal ganz kurz eine Frage beantworten, und zwar geht es um meinen neuen Song und darum, ob es eine Sprache ist, die ich dort spreche. Dass einige Leute gab, die in die Kommentare geschrieben haben, wirklich so richtig ernst gemeint: Bruder, ich fühle dich, ich habe dasselbe durchlebt, Alter, ich fühle deinen Text, du. Also auch, natürlich weiß ich, dass einige das auch so aus Spaß geschrieben haben, aber ich weiß ganz genau, dass auch einige mich privat angeschrieben, die gesagt haben: Bruder, ich habe genau dasselbe durchlebt, du bist übelst krass, korrekt, Ehrenmann, du erzählst Real Talk. Und ich so, Junge, also ich möchte hier einfach mal ganz kurz auf den Punkt bringen, dass das, was ich gesagt habe, natürlich keine richtige Sprache ist. So, das ist No-Sense-Rap. Also hier dieses Up in the Sea, cast du normaler Waffe, Kinder mal Waffe, ah, wait, wisst ihr, was ich meine? Das ist No-Sense. No-Sense ergibt keinen Sinn. Das ist einfach nur, aber da wische meine Bella, aber die Gesöber, wisst ihr, man kann das einfach die ganze Zeit machen. Und ich hab das immer, ich mach das immer so. Ich sitze den ganzen Tag vorm PC und deswegen mache ich solche Geräusche. Und ich dachte mir, wieso kann man denn das nicht mal so beatmäßig on point bringen und halt wirklich auf dem Beat rappen und das so hochladen? So habe ich mehrere Male schon gemacht. Wenn ihr bei YouTube Tanzverbot No-Sense eingibt, dann findet ihr so zwei, drei, vier Ergebnisse von Dingen, die ich immer auf Twitter hochgeladen habe, weil ich immer Angst hatte, dass ich, dass ich halt gestrikt werde von den Beat-Produzenten, und einige Leute haben das dann immer reuploaded auf YouTube, und deswegen findet ihr das dort, könnt ihr einfach mal suchen, da gibt es so einige Versuche. Die anderen sind natürlich alle schlechter als das, was ich jetzt hier rausgebracht habe. Das ist wirklich Real Talk. Ich habe mich, ich fand es einfach überkrass. Das hat sich geil angehört. So am Anfang ist es natürlich immer so dieser, wie man in der heutigen Zeit sagen würde, Cringe-Moment, wenn man so das hört. Und ich so, what the fuck? Und die Reaktionen, die waren ja immer alle gleich so. Erstmal so total überrascht, Digga, Alter, übelst gut abgemischt, hört sich voll krass an. Und dann so, Digga, ich verstehe nichts. Und dann gibt es so einige Spezialisten, das gibt es so Leute, die sich so ein bisschen schlauer tun wollen, als sie sind, die so zum Beispiel bei Englisch oder so, die hören so einen englischen Song und tun so ganz konzentriert, ja, ich muss mich konzentrieren, damit ich jedes Wort verstehe. Ah. Und dann gibt es so diese Leute, die in Reaktionen dann so getan haben, als ob, oh ja, Ja, es war kein gutes Englisch, aber ach, krass, genau. Und dann kommen noch die Leute, die sagen: Bruder, hört sich ja ganz gut an, aber dein Englisch ist einfach nur Dreck. Und ich dachte mir so: Wow, Digga, Alter, weil ich one, two, three in mein No-Sense-Text gesagt habe, gehst du davon aus, dass das irgendwie Englisch ist oder was? Ist ja auch scheißegal. Jedenfalls ist das keine Sprache. Es ist keine Sprache. Das ist ein Fakt, aber ich liebe es. Und im Endeffekt nimmt sich das nicht viel von dem, was heute im Rap passiert. Es ist einfach ein Fakt, wenn ihr euch mal diese Leute anhört. Die bringen praktisch alle No-Sense mit dem einzigen Unterschied, dass man die Wörter versteht. Ist auch immer wieder dieselbe Scheiße. Was weiß ich hier, dieser Straßenrap zum Beispiel, das ist doch eigentlich auch schon No-Sense. Das ist doch immer wieder wiederholend so. Der eine Straßenrapper hört sich den Straßenrap von einem anderen Straßenrapper an und imitiert dann den Straßenrap, indem man einen eigenen Straßenrap rausbringt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist kein Unterschied. Das ist auch No-Sense, Mann. Das ist halt das so. Diese ganze Scheiße, die da passiert. So viele Leute machen No-Sense, aber es ist musikalisch geil. Es ist musikalisch geil. Um den Inhalt müssen wir uns doch bei 80% von Rap Deutschland nicht unterhalten. Aber der Klang, der ist bei vielen extrem geil, obwohl vieles keinen Sinn ergibt, was sie labern oder inhaltslos ist. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich das einfach gemacht. So, ich fand, das klangtechnisch ist es mega krass angekommen. Hier nochmal Grüße raus an Jonas Platin, der das für mich abgemischt hat. Dadurch hat das jetzt natürlich nochmal 200% professioneller geklungen. Und der hat das echt in kürzester Zeit, hat er das krass abgemischt. Also ich denke mal, krass abgemischt. Ich habe davon ja keine Ahnung, aber davor hat sich's echt schlimm angehört. Und dann hat er daraus sowas gemacht, dass sich das wirklich anhört, als wenn es so halbwegs in einem Studio aufgenommen wurde. Oder halbwegs professionell. Wenn ihr überlegt, ich habe mein Audacity angemacht, ich habe mein OBS angemacht und habe dann einfach angefangen. So, ich habe einfach den Beat angemacht und wusste nicht, was ich mache. Und dann, wisst ihr, was ich meine? Einfach so durchziehen. Und das ist geil. So, wenn das eine Musikrichtung wird, die irgendwann mal, vielleicht schlägt ihr irgendwann mal ein. So, ich werde auf jeden Fall weitere Projekte starten, eventuell noch etwas professioneller und mit ein bisschen mehr Vielfalt. Ja, ich muss sagen, sonderlich viel Vielfalt war da nicht. In der kann man da fahren, aber da hast du da Marke, da mal, ja, das ist schwierig so. Das ist so, man kann das ja nur Freestyle, man kann ja keine Texte schreiben mit No-Sense, wisst ihr? Und dann da extrem viel Vielfalt reinzubringen in Kauderwelsch so gesehen. Also wisst ihr, so Wörter, die man nicht kennt beziehungsweise noch nie ausgesprochen hatte, ist es echt schwierig. Und da muss man sich halt anstrengen. Wenn man jetzt in dieser Geschwindigkeit eine Bau für Deschen, Dollar, Dogar, Feyman, da kann man nicht ganz schnell überlegen, was man jetzt als nächstes sagt. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen hört sich halt vieles gleich an. Wisst ihr, was ich meine? Ist auch irgendwie schon in so ein Insider geworden. Oder so 53 Mal in einem Video, das 4 Minuten geht. Wisst ihr, was ich meine? Sagen so. Das ist so, als ob ihr nicht wisst, was ich meine. Natürlich wisst ihr, was ich meine, weil ich immer klar und deutlich ausspreche, was ich meine. Gut. Das wollte ich nochmal ausgesprochen haben. So lustig, die Leute, die so getan haben, als ob sie verstehen, was ich sage.
Korrekt an die Leute, die mich gepusht haben, sogar aus den professionelleren beziehungsweise ernst genommeneren Kreisen, fand ich krass. Kollege hat auf mich reagiert. Gut, der hat darüber gelacht, so, der wird das wahrscheinlich nicht so ernst nehmen, aber das war eine ganz andere Liga. Aber er hat auf mich reagiert. Er hat mein Wort, er hat meinen Namen in den Mund genommen. Er hat Tanzverbot gesagt. Das hat sich so übertrieben krass angehört, als Kollege Tanzverbot gesagt hat. Das hat mich übergefickt. Naja, auf jeden Fall Dankeschön für die ganze Resonanz. Wenn ihr das Lied noch nicht gehört habt, unten in der Beschreibung werde ich es ganz oben verlinken. Ansonsten bedanke ich mich einfach für diesen übertriebenen Support von so vielen Leuten, aus so vielen auch, wie gesagt, ernst genommenen Richtungen, denen ich niemals zugetraut hätte, dass sie das so öffentlich feiern. Und ansonsten gibt es mir ja nichts zu sagen. Wisst ihr, was ich meine? Bis zum nächsten Mal, euer Tanzerboard. Ciao.